Tja, und zurück zu einer der absoluten positiven Erscheinungen hier bei den Weltreiterspielen bisher. Sie faszinieren das Publikum. Und dazu muss man nicht Totilas oder Edward Gahl heißen, sondern eben auch Mistral Heuris und Laura Bechtolzheimer. Die gebürtige Deutsche übrigens in Mainz auf die Welt gekommen. Hier sehen Sie ihre Eltern im Bild. Ist mit ihren Eltern, als sie ein Jahr alt war, nach Großbritannien umgezogen. War schon, als sie 20 Jahre alt war, britische Meisterin im Dressurreiten. Bei den Senioren, also den Erwachsenen, nicht bei den Junioren. Die jüngste Meisterin aller Zeiten auf der Insel. Und nun ist sie 25. Gereift zu einer wahren Persönlichkeit, zur Prinzessin des Dressursports. Mannschaftssilber, Einzelsilber im Spezial, sicherlich auch ein wenig davon profitierend in der Einzelkonkurrenz, dass seine Mitfavoritin, nämlich mit Adeline de Cornelissen und ihrem Parzival, hier eine Reiterin nicht am Start war, die im Grand Prix abgeläutet wurde, weil das Pferd aus dem Maul blutete, nachdem es sich leicht auf die Zunge gebissen hatte. Und damit nicht qualifiziert war für Spezial und die heutige Kür. Die Gunst der Stunde nutzt sie, ihre Eltern. Sie unterstützen sie und vor allem auch mit guten Trainern. Und das ist Klaus Balkenhol in erster Linie an der Seite von Laura Bechtolzheimer, der immer wieder nach Großbritannien fliegt. Und sie unterstützen sie natürlich auch finanziell mit Pferdeeinkäufen. Und wer weiß, ob sie nicht auch auf der Liste derer stehen, die gerne einen Dublino hätten. Now they're taking the charts by storm with their stunning instrumental hit, Apache. Hank Marvin's red Stratocaster guitar. Here they are, the Shadows. 15 Jahre alt ist Mistral Heuris. Vor zwei Jahren hat kaum einer dieses Paar so recht wahrgenommen. Da lief er noch mit Ergebnissen im Bereich durch das Sandviereck. Wie ein Christoph Koschel mit Dom Perignon oder Annabelle Balken und mit Dublino. Und da sieht man, was innerhalb von zwei Jahren in einer Entwicklung noch möglich ist. Wenn die jetzt mal so ein bisschen auf den Oberarm der Vorhand schauen, dann kommt der doch schon deutlicher in die Waagrechte hier bei der Passage und auch Piaffe. Und er schwingt ganz anders durch den Körper in dieser so anstrengenden Lektion der Piaffe und auch Passage. Er wird einfach nach oben raus, der Tritt viel mehr herausgedrückt, da ist mehr Athletik drin im gesamten Bewegungsablauf. Ja. Ein Pferd, das auch ein bisschen grell war im Viereck, nervös, schwer zu handhaben für seine Reiterin, aber immer ruhiger und ausgeglichener wurde und damit auch besser in seinem Potenzial in der Bewertung. Irgendwie ein kleiner Verrückter. Ein bisschen wie ein Außerirdischer im Stall der Bechtolzheimer.
genießt er den Spitznamen, dort Alf gerufen zu werden. Ästhetisch erhaben gesprungen die doppelte Pirouette.